Dieses Märchen ist für jüngere Ohren nicht zu empfehlen. Nach dem Märchen hörst du noch ein wenig Musik, damit du besser einschlafen kannst. Der Jäger und die drei Brüder. Einst war eine bitterböse Zeit auf dem Harze. Die Gruben waren wegen des Wassermangels unbrauchbar und viele Bergleute brotlos. Deshalb stiegen drei Brüder von den Bergen herunter, um mit Musik machen, was sie nebenbei erlernt hatten, etwas zu verdienen. Sie kamen aber in ein Dorf, da wollte sie niemand hören, denn im offenen Lande war die Not auch nicht gering. Trübselig zogen sie dem nächsten Dorfe zu, daher ging sie nicht besser. Traurig gingen sie danach in den Wald, da zu übernachten, lagerten sich um ein Feuer und sättigten sich von dem geringen Vorrate, den sie noch bei sich trugen. Da trat plötzlich ein grüner Jäger zu ihnen, forschte, woher sie wären, und erfuhr, dass sie sich vom Musizieren nähren wollten. »Das wird euch schwerlich etwas helfen«, sagte er zu ihnen. »Aber ich will euch einen anderen Vorschlag machen. Verschreibt mir eure Seelen, so sollt ihr auf Lebenszeit des Geldes genug haben.« Die Brüder berieten sich wohl miteinander, beschlossen aber, den gefährlichen Handel nicht einzugehen, denn die ewige Seligkeit war ihnen lieber als alles Gute der Welt. Am anderen Tage erging es ihnen wie am Tage vorher. Ohne etwas verdient zu haben, begaben sie sich am Abend wieder in den Wald. Da erschien ihnen der Jäger wieder und wiederholte seinen Vorschlag. Die Brüder berieten sich wieder miteinander, wiesen ihn jedoch abermals ab. Am dritten Tage erging es nicht anders. Matt vor Hunger, Anstrengung und Sorge begaben sich die Brüder wieder in einen Wald und lagerten sich um ein Feuer. Der Versucher trat wieder zu ihnen und wurde auch diesmal mit seinem Vorschlage abgewiesen. »Nun«, sprach er, »ich sehe wohl, ihr seid standhafte Männer. Auch bedarf ich eurer Seelen nicht, darum will ich euch einen anderen Vorschlag machen. Hier habe ich eine Jagdtasche. Wer hineingreift, zieht jedes Mal einen feinen Gulden heraus. Diese Tasche sollt ihr haben, unter einer Bedingung. Wenn ihr mit anderen Leuten sprecht, so kann der Älteste von euch nichts weiter hervorbringen als »Wir Brüder alle drei«, der Zweite »Wohl um das Geld«, der Dritte »Und das war recht«. Untereinander könnt ihr reden, wie ihr mögt. Geht ihr es ein? Ja, sagten die Brüder. Ist's auch gewiss, dass unsere Seele keinen Schaden nimmt? Der Jäger sicherte es ihnen zu und sie gingen den Handel ein. Er übergab ihnen die Tasche und verschwand im Gebüsch. Am anderen Morgen waren die drei Brüder sehr hungrig, beschlossen also, mit der Tasche einen Versuch zu machen. Sie traten in einen ansehnlichen Gasthof ein und der Erste sagte, wie er nicht anders konnte, »Wir Brüder alle drei!« Der Zweite tat einen Griff in die Tasche und zog einen feinen Gulden heraus und sagte zu dem Wirt, »Wohl um das Geld!« Der Dritte sprach, »Und das war recht!« »Mei, das sind ja närrische Käuze!« dachte der Wirt, erriet aber ihren Willen und stellte ein leckeres Mahl vor sie hin. Danach fragte der Wirt, ob sie auch Wein trinken möchten. Gleich ging's, wir Brüder alle drei, wohl um das Geld, und das war recht. Und alsobald stand der Wein vor ihnen auf dem Tisch. Am Abend forschte der Wirt, ob sie bei ihm übernachten möchten. Wir Brüder alle drei, wohl um das Geld, und das war recht. Da brachte sie der Wirt miteinander auf ihre Schlafkammer, hatte sich aber schon wegen der Worte, welche die drei Brüder immerfort im Munde führten, und war ja wohl gemerkt, dass sie nichts anderes reden konnten, einen frevelhaften Plan ausgesponnen, sich zu bereichern und die drei Brüder zu verderben. In der Schlafkammer der drei Brüder war eine Tür, die führte in ein Nebenzimmer, und in der Tür war ein Fensterchen. Davor ging in einem anderen Zimmer ein Vorhang, aber so, dass man doch sehen konnte, was im Nebenzimmer geschah. In dem Nebenzimmer schlief in dieser Nacht ein reicher Kaufmann.
Um Mitternacht vernahmen die Brüder ein leises Geräusch an der Haupttüre des Nebenzimmers und durch das Fensterchen fiel ein Lichtstrahl in ihr Schlafgemach. Leise erhoben sich diese von ihrem Lager und sahen, wie die Wirtin mit einer Lampe vor dem Bette des Kaufmanns stand und daneben der Wirt und sein Sohn. Die hatten ihm eine Schlinge um den Hals geworfen und der Kaufmann war eben schon erdrosselt. Danach leerten sie die Geldkatze des Toten aus, schleppten ihn aus dem Zimmer und verscharrten ihn im Garten. Die drei Brüder berieten untereinander, was sie tun sollten, und da sie nicht vermochten, dem Richter die Freveltat des Wirts zu offenbaren, so beschlossen sie, in dem Wirtshause zu bleiben und zu sehen, wie es kommen würde. Denn sie vermeinten, dass ein so großer Frevel nicht ungestraft bleiben werde und dass der Verdacht des Mordes auf sie fallen möchte, wenn sie danach sogleich abreisten. Es dauerte auch gar nicht lange, da kam Nachjagd nach dem Kaufmann in dem Wirtshause an, worin er verschwunden war, und seine Leiche wurde an einer Stelle im Garten, wo die Erde locker war, aufgegraben. Sogleich trat der Wirt zu dem Richter und sprach: »Ich hab da drei Gäste, die sind mir verdächtig. Gewiss haben sie den Kaufmann ermordet, denn sie schlafen neben seinem Zimmer, haben Geld wie Heu und sind doch eitel arme Bettelmusikanten vom Harz.« Sowie der Richter solches hörte, ließ er die drei Brüder in Banden werfen und vor sich führen. »Ihr seid des Mordes angeklagt«, sprach er. »Was sagt ihr dazu? Beantwortet ihr alle meine Fragen?« »Nach der Reihe. Habt ihr die Tat vollbracht?« »Wir Brüder alle drei«, sagte der Älteste. »So bekennt ihr euch schuldig«, sprach der Richter, »dass ihr die Untat vollführt? Und warum macht ihr euch einer so großen Missetat schuldig, die vor Gott und den Menschen nicht ungerochen bleiben kann?« »Wohl um das Geld«, sagte der zweite Bruder. »Wehe, wehe«, rief der Richter, »und bereut ihr eure Schuld?« »Und das war recht«, sagte der Dritte. »Oh«, rief der Richter, »dass dich Gottes Sonne noch bescheint nach solcher teuflischer Rede.« Die drei Brüder vermochten ihm aber nicht anders zu antworten. Er fragte noch einmal. Die Antwort lautete nicht anders. »Oh, unerhörter Frevel«, rief er aus, »und dieser jüngste Missetäter bekennet es noch für recht, dass sie um schnödes Geld einen Menschen getötet haben.« Da wurden sie alle drei zum Tode verurteilt. In der Nacht vor der Hinrichtung trat plötzlich der grüne Jäger in den Kerker zu den drei Brüdern und hieß sie nur ohne Sorge sein, denn es werde noch alles gut werden. Am Nachmittage darauf ward ihnen das Urteil auf dem Marktplatze noch einmal vorgelesen und gefragt, ob sie die Tat vollbracht und warum und ob sie ihr Verbrechen bereuten. Sie antworteten aber immer noch: »Wir Brüder alle drei, wohl um das Geld, und das war recht.« Sie wurden vom Marktplatze nach dem Richtplatze gebracht, und drei Priester wetteiferten miteinander, sie zur Buße zu bewegen, doch sie blieben bei ihrer Rede. Weil aber die Menge hörte, wie der Jüngste immerfort überlaut rief: »Und das war recht«, so wurde sie gar zornig und hätte die drei Brüder lieber unterwegs schon zerrissen. Da wurde diesen im Herzen doch gar bange. Als sie aber oben auf dem Schafott standen, sprengte plötzlich die Heerstraße entlang ein Reiter auf einem Schimmel nach dem Galgen zu. Die drei Brüder erkannten sogleich, dass es der grüne Jäger da war, der aber verkündete allen, die zugegen waren, dass die drei Brüder unschuldig wären und dass der Wirt mit den Seinen den Mord begangen. Die Wirtsleute waren unter den Zuschauern und liefen schnell nach Haus, als sie solche Rede hörten. Daheim schnitt sich der Wirt die Kehle ab, die Frau erhängte sich und der Sohn stürzte sich in die Sense. Die drei Brüder aber hatten bei der Tasche ihr Leben lang des Geldes genug und auch die völlige menschliche Sprache war ihnen wiedergegeben.